Ja, ich sehe es. Ah ja, ich dachte, was ist das? Kalatschenko, ja, danke dir. Ich bin konzentriert. Rocco. Yeah. Rocco ist doch ein Fummler, ja? Mal gucken, ob er auch gut fummeln kann. Schauen wir mal gleich. Rocco, ein Schauspieler, naja, harte Rollen hatte er ja. Ja, wir können das jetzt Ganze noch bis auf die Spitze treiben. Du hast gesagt, Rocco ist auch ein Hundename. Was haben denn Rocco, Sifredi und Hunde gemeinsam? Oh, was kommt denn jetzt? Weiß ich nicht. Sie wedeln beide gerne mit dem Schwanz. Ja. Ja, der war naheliegend. Niveau hat sich schon lange verabschiedet. Oh. Oh, jetzt hat Weiß hier aber Bäuerchen eingestellt. Springer E4. Der ist gefesselt hier. Hat er gesehen. Hat er gesehen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, guck mal, die liebe Eva wirft noch ein. Sie dachte, feuchte Nase. Könnte auch stimmen. Naja, beim Hund passt das eher, ne? Also. Oh, da haben wir eine Lady. Ich habe auch wieder mal eine Lady im Chat, die Lady in Black. Ah, Läufer C3, nicht Springer C3. Ah, nein. Da war echt komplett was weg jetzt. Springer C3 hätte irgendwie einen ganzen Turm gewonnen, ganze Qualität. So bitter. Oder vielleicht sogar eine Figur auf D4. Also, ja, eine Figur, ne? Ja, wahrscheinlich eine Figur. Leute, hier hätte Schwarz mit dem Springer auf C3 schlagen können. Der Bauer nimmt, Läufer nimmt, Schach, Turm hängt, Springer hängt, aus die Maus. Jetzt hängt der Springer, der muss zurück. Bitte nicht den Springer einstellen. Wie kommst du, wenn du... Ja? Wenn du jetzt auf das Mikroskop gehst, wie kommst du dann wieder in die Live-Partie? Einfach nochmal aufs Mikroskop klicken, oder was? Da wird eingeblendet zurück zur Partie. Ganz groß. Ach so, okay. Du hättest ja erstmal probieren können, ob du es irgendwie siehst, bevor du fragst, aber... Oh nee, was ist das denn? Was, das ist doch viel zu kompliziert. Warum nimmt er denn auf D4? Ich darf mich nicht aufregen. Und jetzt noch, wenn er jetzt noch Dame E7 Schach macht, dann geht es auf einmal in die andere Richtung nach König F1. Und König F1 ist ja unser Zug, ja, der Zug meines Teams heute bisher. König F1 oder König F8, ne? Das ist jetzt so das erste Mal, aber gut, das ist natürlich das Niveau hier. Das, was ich immer gesagt habe, zum Beispiel in meinem Video, trainiere die Basics. Der Springer ist angegriffen. Was sollte der Reflex sein, Chat? Den Springer wegziehen oder decken. Nicht irgendwie eine Gegendrohung suchen. Zieh den Springer weg, der ist angegriffen. Weg damit. Jetzt steht... Ja, Dame E2 Schach war jetzt nicht so gut aus weißer Sicht. Jetzt geht's wieder einiger. Oh, jetzt geht's sowieso, weil er jetzt kann er ruchieren und er hätte auf G7, der G7 hängt. Da haben wir jetzt ein bisschen Glück gehabt und haben jetzt zwei Bauern mehr. Sebastian, entspann dich mal. Ah, okay, das Läuferpaar von Weiß ist aber nicht ungefährlich. Läufer C5 jetzt eben, ne? Ja, Läufer E6 hat man zum Glück immer, um zu blocken, aber das, ich sehe schon, ey. Nein! Was macht denn der Schwarze? Da hängt ein Springer und der kümmert sich wieder nicht drum. Leute, der Springer hängt hier. Der Springer hängt. Bitte nicht den Springer einstellen. Nicht. Mach irgendwas, Turm E8, Springer C6, aber lass den Springer nicht einfach verloren gehen. Er achtet nicht auf die Drohung des Gegners, ne? Also das ist natürlich, ihr merkt natürlich den Niveauunterschied, ne? Das sieht auch nach Figurenverlust aus, wenn, naja, das ist zu kompliziert, was Schwarz macht. Wenn jetzt der Läufer nicht hängen würde auf D4, könnte Weiß einfach H3 machen und würde den Springer gewinnen. Das heißt, Läufer C5. Ist logisch, den Turm angreifen. Und dann muss Schwarz Springer D6 ziehen. Wenn der Turm, Turm E8. Ja, Turm E8 geht auch, okay. Wegen Mattdrohung. Aber. Ja, ah, nee, geht nicht. Warum geht nicht? Tauschen und F3. Ja. Deswegen sage ich auch Springer D6. Hast du recht. Er hat es nicht gesehen, aber beide sehen es nicht. Mal gucken, was hier passiert. Phaseus, herzlichen Glückwunsch nochmal zum Sieg. Turm F8. Oh. Ja, jetzt kann er tauschen, wenn er will. Jetzt kann er tauschen. Muss er aber nicht, weil der Läufer ist sowieso gefesselt. Aber ich habe eh die Befürchtung, dass Schwarz nicht so richtig auf Drohungen achtet.
Aber Schwarz war so clever, wenigstens vorher schon mal zwei Bauern einzusammeln. Ne? Das macht es wesentlich leichter hinten raus. Ja, hinten raus. Das Stichwort bei Rocco. Turm E4, what the hell? Holy shit. Aber F3. Uiuiuiui. F3 ist eine Gabel, gewinnt einfach eine Figur. Eieieiei. Turm E4 ist auch strange. Es droht F3, Leute. Tauscht doch einfach bitte weg. Okay, hier kann alles passieren. Hier passiert auch schon alles die ganze Zeit. Ja. Ja. B6 greift den Läufer an. Was ich sehr schade finde, ist halt, dass verrückte Cookie. Das Schwarz irgendwie komplett die Drohungen des Gegners ignoriert die ganze Zeit. Und was ist das Einfachste? Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, wenn man Materialvorteil hat. Einfach tauschen. Tauscht einfach alles runter. Ihr habt zwei Bauern mehr hier in dem Fall. Nicht kompliziert spielen. Einfach alles tauschen. Fertig. Das ist eine Stellung. Steve, sag doch mal was. Ich kann nicht. Ich bin völlig perplex. Diese Partie macht mich fertig. Es ist auch geil. Es wäre so ein bisschen, wenn man hier Guess the Move macht, ist es echt gar nicht so leicht, auf den richtigen zuzukommen. Ja, ja, das ist. Hier gibt es zum Beispiel nur einen Zug, Leute. Das ist Turm G4. Ansonsten verliert er einfach Material. Wenn er auf C5 nimmt, ja, hat er gesehen zum Glück. Jetzt hängt er C5. Und Turm D5 geht vielleicht. Da hängt so viel rum bei beiden. Der D5 hängt auch bei Rocco. Das ist gemein, weil nach Turm D5 kann ich Turm G5 spielen und dann hängt der Läufer immer noch und es droht Springer G3 Schach. Ja, genau das werden sie jetzt berechnen. Ja, ja. Ja, na klar. Ja, sicher. Ja, um sicher. Mit meinen Worten zu sagen. So unter denen hier. Ja, sicher. Ganz. Also, wenn Rocco das sieht, ich glaube auch nicht, dass Weiß jetzt Turm D5 macht. Oh, er droht matt. Weiß matt. Oh, Vorsicht. Matt. Es droht matt. Ich meine, mit Turm E2 ist mit Ansage. Ja, gut. Ist mit Ansage. Ich hoffe, der sieht das. GLaDOS Chess, ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber mach mal. H6 macht ein Luftloch, zum Glück, für den König. Alles in Butter. Sobald ein Luftloch kommt, kann man aufatmen. Dann kann der König rauslaufen. Es kommt der Schach. Schwarz muss tauschen. Und dann kommt der König, geht der König nach H7. So, genau, einmal tauschen. König H7. Wie witzig, ne? Der Läufer auf C5 fängt jetzt schon seit irgendwie 5 Zügen oder so. Echt verrückt. Ja, Läufer A3, okay. Jetzt wenige Figuren auf dem Brett. Ich hoffe, diese Übersichtlichkeit hilft ein bisschen. Schwarz steht objektiv auf Gewinn, aber das heißt hier nichts. Turm A4 wäre ein guter Zug, um weiteres Material einzuheimsen. Einzuheimsen ist auch ein schönes deutsches Wort. Turm G6 ist, ist ein Zug. Ja, Schwarz sollte ein bisschen darauf achten, nicht zu viel Zeit zu verbrauchen. Ich befürchte am Ende, dass es das übliche Zeitproblem sein wird. Wichtig ist auch immer zu attackieren, irgendwas anzugreifen. Turm F6 hilft bedingt, sage ich mal, weil Läufer B2 würde den Turm angreifen. Naja. Ja, vor allem gibt es dann schon ein paar Gemeinheiten in der Stellung. Ne? G4. Nach Turm F7 finde ich auch nicht so. Ja, der Springer so hängt. Und dann vielleicht Läufer B2. Oh, Springer E3 schon. Den habe ich gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich schlafe hier so ein bei der Partie, dass ich das nicht gesehen habe. Stimmt. Ja. Stark. Danach hängt der C2 oder der G4? Mal gucken, welchen Bauern er nimmt danach. Der Weiße muss erstmal realisieren, dass er im Schach steht. Durch die Fesselung hier, natürlich. König E2. So, Springer schlicht. Ich weiß nicht, was ich schlagen würde. Vielleicht sogar G4, weil danach hängt F2. Aber Schwarz ist etwas zu langsam unterwegs. Das macht mir Sorgen, ey. Chat, das macht mir Sorgen. Er ist zu langsam. Das macht mir Hoffnung. Ja, klar. Weil Zeit ist eigentlich fast schon wichtiger auf diesem Niveau. Okay, Läufer. Oh, jetzt kann er den Läufer gewinnen. Oh. Ja, zumindest schlagen. Sagen wir es mal so. Kommt Turm E6 Schach. Ja, hat er gesehen. Rocco, du rockst das Ding. Oh, oh, das ist ein ganzer Läufer für free. Ja, jetzt hat er ihn gewonnen. Ich habe trotzdem immer noch Bauch, immer noch Angst. Ich habe immer noch Angst.
Ich habe immer noch Angst, Leute. Finde ich gut. Ja. Man muss die Angst schüren. Ja. Zu wenig Zeit, der Junge. C5 oder so, keine Ahnung. Springer C6, irgendwas. Er will natürlich irgendwas, Schach geben. Ja. Ja, schön viele Schachs geben, ja, sehr gut. Bringt natürlich 0, nix, aber egal. Zieh. Move! Wie Anna Musitschuk immer sagt. Move! Jetzt hat er einen Bauern eingestellt, unnötig. H5, ja. Ja, tut nichts zur Sache, was er da macht. Der D-Bauer könnte laufen, sich eine neue Dame holen, werden Freibauern. Rocco will es auf die harte tun. Irgendwas halt, schon. Ne? Also, ja, ein bisschen random. Ja, objektiv muss man das ja hier nicht mehr analysieren, sondern das geht ja echt nur noch darum, macht er das schnell genug hier alles oder nicht. Ja, er ist zu sehr auf Schachs, ne? Er aus, ne? Will Schach, Schach, Schach geben die ganze Zeit. Was aber hier nicht das Ziel ist eigentlich, wenn man Material mehr hat. Ziel ist hier eine neue Dame zu holen, weil der Turm und Springer werden den König nicht matt setzen alleine. Der König wird jetzt nach G2 gehen oder G3. Eigentlich ist es ja vor allen Dingen hier jetzt mittlerweile wichtig, dass man die Uhr wieder ein bisschen versucht hochzuspielen. Ne? Man kann ja viele schnelle Züge machen hier, die nicht sofort die Partie wegwerfen. Er ist ein bisschen zu langsam unterwegs leider. Rocco braucht Damen. Ja, ich weiß, Rocco braucht Damen. Aber er holt sich keine. Vielleicht ist er heute schon bedient. Ich weiß es nicht. Move! Warum zieht er denn nicht? Der ist ja super lahm. Hol dir eine neue Dame, Kollege. Schach. Nicht matt setzen. Neue Dame. Natürlich kompliziert hier alles. Ist der Zeit. Oh, Springer E3 Schach. Sieht er das? Turm D5, Springer E3? Weiß ich nicht. Nein, sieht er natürlich nicht. Turm A2 wenigstens. Komm, Turm A. Oh Mann, das ist viel zu komplett. Oh, was für ein Drama hier. Ja, er nimmt den Bauern, okay. Rocco! Zieh die Bauern vor. Komm, die brauchst du noch. Du brauchst eine Dame. Move the Pawns. Zieh die einfach vor. Wenn die angegriffen werden, vorziehen. Vorziehen. Ja. Ja. Oder Dexi von mir aus. Jetzt muss jetzt Springer F3 Schach oder was? Rocco, Dexi! Was? Dexi. Dexi hast du gesagt. Rocco, Dexi. Ja. Ja, okay, er nimmt sich noch einen Bauern weg, okay. Klar, Weiß steht auf Gewinn. Hier steht ja, komm, C3 oder was? Meine Güte. Zieh die fucking Bauern vor. Alter, der zieht nicht. Nein. Lassen. Das ist wichtig. Du kritisierst die Leute am Anfang immer, dass sie zu schnell spielen. Jetzt spielt er dir zu langsam. Also du musst dich jetzt langsamer entscheiden. Ja, aber sorry, der spielt doch wirklich zu langsam. Und vor allen Dingen, der hat bald keine Bauern mehr, weil er alle Bauern hier eingestellt hat nach und nach. Jetzt nimmt wenigstens den H2 weg oder so. Weiß ich nicht. Das bringt gar nichts. Wenn er jetzt den Turm B3 spielt oder so. Oh, der Turm hängt. Nein, jetzt zieht er den Springer und dann hängt der Turm. Nein, das geht, das bringt alles nichts, was er da macht. Nein, was machen die denn? Nein. Hol dir eine Dame. Das ist der König B2. Eine Witzka. Holy shit, ey. Das ist doch geskriptet. Rocco, mach es. Rocco, das wäre so cool, den H2 am Leben lassen und auf Zeit verlieren. Das wäre ja der Oberknaller. Ja, das wäre wirklich der Oberknaller. Der zieht nicht. Move! Disconnect. Nein, Quatsch. Alter, Max, das macht er mit Absicht, das der Rocco. Ja, ich glaube langsam auch. König C2. Ja, okay, zum Glück dahin. Alter, zieh bitte. Der weiß nicht, wo Matt ist, ne? Treppenmatt. Kennt er das Treppenmatt nicht? Nein, das wird Patte, ich sehe schon. Ah. Ja, wenigstens kann er das nicht mehr verlieren. Ja? Kennt er das Treppenmatt? Bin mal gespannt. Kennt er das Treppenmatt? Rocco, komm. Was meint ihr, Leute? Kennt er das Treppenpatt? Hey, Rocco genießt die Stellung, wird gesagt. Okay. Der alte Genießer. Der ist nicht schlecht. Rocco genießt die Stellung. So, er kennt wirklich das Treppenmatt nicht, ne? Kann das sein?
Das ist so ein bisschen hier. Ich habe den Namen. Was machen? Kennt ihr das Matt? Weißt du, was Treppenmatt ist? Holy moly, ey. Irgendwann, also damit die zwei jetzt. Nein, er kennt das Treppenmatt nicht. Das ist so ein bisschen hier alles Zufall, was passiert. Er weiß nicht, was Matt ist. Es würde mich nicht wundern, wenn wir irgendwann dreimal die gleiche Stellung haben, weil sie da immer so kreuz und quer gezogen Er hat es sind. gefunden. Es war, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob er es gesehen hat, aber es war, weil der König so komisch stand, matt. Aber ja, das war natürlich ein langes Nachspiel von dem, von Rocco. Geiler Typ. Der hat's drauf.